Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Hallo, hier ist Christopher Markutzig aus Sausenheim und Neuleiningen und heute geht es weiter mit dem Glaubensbekenntnis. Mein Abschnitt heute ist: Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Christus als Richter. Das ist vermutlich die erste Assoziation, die man hat, wenn dieser Satz im Glaubensbekenntnis gesprochen wird. Ein Richter, der Recht spricht. Doch wie ist das denn mit dem Richten? Nun, die alte Vorstellung ist ja die, dass alle Menschen vor Gott treten müssen und ein Gerichtsverfahren durchlaufen müssen. Und wie es vor Gericht so üblich ist, gibt es einen Freispruch oder eben eine Strafe. Und diese Strafe verbinden wir im Volksglauben immer noch mit so einem Ort wie dem Fegefeuer. Dort herrschen Heulen und Zähneknirschen und die Sünder werden im Feuerofen durch Schmerzen so lange geläutert, bis sie eine zweite Chance bekommen und doch in den Himmel einziehen können. Das ist, wie ich finde, eine sehr menschliche Vorstellung vom Gericht Christi. Nicht im Sinne der brutalen Strafen, sondern darin, dass wir ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben, also nach einem Ausgleich für begangenes Unrecht. Du hast dir deine Strafe verdient. Wer kennt diesen Satz nicht? Doch tickt Christus wirklich so? Wird sein Gericht so aussehen? Eine Einteilung in Himmel und Hölle? Selbst unter Pfarrerinnen und Pfarrer ist das eine immer wieder diskutierte Frage. Und das kann man auch gut begründen. Für mich ist das Gericht Christi aber kein Ort, an dem über meinen Weg ins Feuer oder die himmlische Heimat entschieden wird. Denn das ist bereits getan worden. Ich glaube nämlich, dass Christus das Urteil über mich bereits am Kreuz Golgathas von mir genommen hat. Warum sonst nimmt er die Sünd der Welt auf sich, wenn diese nicht alle von der Schuld vor Gott befreit? Denn alle Menschen sind durch seinen Tod und seine Auferstehung vor Gott gerechtfertigt, also wieder würdig in Gottes Augen. Somit ist der Richterspruch Christi über die Lebenden und die Toten bereits gefallen. Doch, und das steckt für mich in diesem Satz des Glaubensbekenntnisses, die Auseinandersetzung mit meiner Schuld muss noch stattfinden. So glaube ich, dass Christus mit mir ins Gericht gehen wird, mir sagen wird, was nicht gut gewesen ist und mir vor Augen halten wird, was ich falsch gemacht habe. Und dann werde ich seine Liebe erst vollends verstehen und ich hoffe, dass er mir vergibt und ich mir auch selbst vergeben kann, sodass er mich am Ende in seine himmlische Heimat einziehen lässt mit allen Lebenden und allen Toten. Das ist meine Hoffnung, mein Glaube, wenn ich in Christus den Richter sehe, der in die Welt kommt. Er richtet nicht nach menschlichen Maßstäben, die haben nur für unser Miteinander Gültigkeit. Er richtet nach seinen, nach göttlichen Maßstäben, die vor allem von seiner einzigartigen Liebe getragen werden. Ich bete. Christus, du wirst uns begegnen, am Ende unserer, am Ende aller Tage. Das bekennen wir. Lass uns aber begreifen, dass diese Begegnung jetzt schon wirksam sein kann und dass wir jetzt schon die Auswirkungen deiner Vergebung in unser Leben lassen können. Darum bitte ich dich. Amen. Und so geht hin mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.